Ja, Mario Kogler, viele Firsts für Sie in den letzten Tagen. Auch ein Penaltyschießen mit 26 Schützen. Sie hatten schon ein Penaltyschießen, aber wie war das Spiel heute zum Coachen? Ja, das ist natürlich nervenaufreibend, wenn man viele Chancen sieht, wenn man den Prozess der Mannschaft sieht, den Fortschritt der Mannschaft sieht, dass dann irgendwo die Belohnung nicht kommt, ist natürlich irgendwo verbunden mit Frust. Aber zwei Schritte vorwärts, einen Schritt rückwärts und so gehen wir weiter. Das ist genau der Punkt, der Prozess des Teams. Sie hatten etwas Zeit vor dem Cupspiel in Ajoie. Sie haben an den Screens gearbeitet zum Beispiel. Hat heute auch wieder funktioniert beim 1-0 durch Haas, wo Scherwe den Screen gestellt hat. Das ist ja eigentlich schön auch als Interimscoach, wenn man was anreißt und das Team kann es umsetzen. Trotzdem ist es die dritte Niederlage in Serie. Wie viel Zeit haben Sie da? Ja, natürlich ist die Zeit begrenzt. Hier ist natürlich der Wille, der Mut und die Geduld der Spieler gefragt. Er ist von Anfang an, der Prozess wurde von mir so angekündigt, dass es nicht über Tag geht, dass es nicht in einer Woche dauert, vielleicht auch nicht zwei, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Und eben solche Sachen müssen wir einstecken, verarbeiten und weitergehen. Jetzt hat heute Gaetan Haas das Tor geschossen. Der ist auch weg per Ende Woche, noch beim Spiel gegen Freiburg da. Es fehlen dann halt einfach die Torschützen. Liegt das an der Qualität der Spieler einfach von den guten Schützen her oder können Sie da auch sonst was rausholen? Nein, ich traue eigentlich jedem Spieler in der Mannschaft etwas zu. Ich meine, wenn man gesehen hat, heute die Linie von Heim, beziehungsweise mit Ciaroni und mit Berger, die haben gute Impulse in dem Spiel gehabt, sogar aus dieser Linie. Deswegen, ich traue eigentlich der gesamten Mannschaft zu, irgendeine dieser Rollen, dieser Scoring-Rollen zu übernehmen. Natürlich wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man noch Scoring-Personal hätte. Viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank. Danke vielmals. Dankeschön.